Willkommen zu einer neuen Folge von The Elder Scrolls Online. Ja, in der letzten Folge sind wir ja hier in Ersthalt angekommen. Das ist ein, ja, eigentlich recht großes Dörfchen, vielleicht sogar eine Stadt. Doch, eine Stadt würde ich eher behaupten. Hier sollten wir ja die Bewohner vor Estre warnen. Leider sind wir zu spät gekommen. Kann man unschwer auch noch an diesem schrecklichen Tor hier hinten erkennen. Wir haben uns ja auch schon durchgekämpft in der letzten Folge, haben die Schutzbanne deaktiviert. Und also wir kämpfen hier zusammen mit unseren Freunden, den Klingen, den Augen und der Magiergilde von Ersthalt. Ja, da steckt schon Estre im Wort mit drinne. Und wir haben jetzt den Auftrag erhalten, uns mit Rasumdar hier zu treffen. Der hätte dann weitere Anweisungen für uns. Meine Freundin, freut mich, euch wiederzusehen. Euer Talisman? Rasumdar sieht, dass ihr Senien getroffen habt. Eine fröhliche Person, nicht wahr? Ja, an die erinnere ich mich sehr, sehr gut. Ich habe die letzte Folge ja vor gut einer Woche aufgenommen, aber an Senien kann ich mich direkt wieder erinnern. Die hat ja von Rasumdar, hatte ihn ja Rassi genannt und so. Und da hatte ich schon so die Vermutung, dass die beiden sich etwas näher kennen. Ja, ist in der Tat eine fröhliche Person. Ja, sehr. Was ist unser nächster Schritt? Wir erstürmen das Kastell und alles, was dahinter liegt. Dieser denkt, dass Estre wohl gerade sehr wütend sein muss. Sie hat sich voll auf Dagons Seite geschlagen und jetzt das. Uns steht jetzt nichts mehr im Weg. Ja, wunderbar. Ich bin bereit. Estre ist verwundbar. Aber Tamriel steht den Totenländern noch offen. Das darf nicht sein. Wir müssen ihre Tore schließen. Die Bedrohung durch die Daedra beenden. Wie schließen wir die Tore? Jedes Tor wird durch einen Siegelstein aufrechterhalten. Tretet durch das Portal, findet den Stein und vernichtet ihn. Ras nimmt an, dass sie bewacht werden. Ich sollte also vorsichtig sein? Genau so, meine Freundin. Viel Glück da drin. Ras wird sich mit Orkelmo und den anderen treffen. Sorgt dafür, dass es Ersthalt bei eurer Rückkehr überhaupt noch gibt. Viel Glück, Rasumdar. Okay, schließt die Portale 3. Hinweise, tretet durch ein Portal, um seinen Siegelstein zu vernichten. Ras kann nicht sagen, was ihr in den anderen Landen finden werdet. Er bezweifelt, dass es euch freundlich gesinnt sein wird. Ja, das fürchte ich auch. Bin ich mal gespannt, wie ich mich schlagen werde. Denn ich nehme gerade zu einer ganz, ganz, ganz unmöglichen Uhrzeit auf. Zuflucht des Grauens. Wollen wir da wirklich rein? Merun ist Dagons Ebene im Reich des Vergessens, bekannt als die Totenländer, ist für ein Inferno aus Lava, messerscharfem Obsidian und tödlichen Daedra bekannt. Die einzigen Besucher dieses Ortes konnte ich leider nicht fertig lesen, aber ihr könnt ja auf die Stopptaste drücken. Aber wow, was für ein wunderschöner Ladebildschirm, wollte ich gerade sagen. Ja, dann werde ich hier mal meine zwei Begleiter beschwören, mein Flügelchen und mein Bunny. Und einen Blick auf die Karte werfen. Ah ja. Hier geht's zurück. Dann laufen wir einfach mal rein. Die Portale schließen sollen wir ja. Werden wir aber irgendwie jetzt nicht auf der Karte hier direkt markiert. Nur der Ausgang wird mir markiert. Okay, da ist schon unser erster Freund. Nein, nein, nein. Wow. Das war knapp. Gerade noch so ausgewichen. Können wir hier hoch oder ist das verschüttet? Okay, da geht es nicht lang. Dann müssen wir hier gegen die beiden kämpfen. Wo ist Flügelchen? Ist die eben schon gestorben? Ernsthaft? Ich krieg sie gerade nicht angezeigt und kann sie auch nicht beschwören.
Das hatte ich in der letzten Folge schon mal. Da hatte ich aber... Ah, da war sie eben kurz im Bild. Da hatte ich aber gedacht, das wäre mein Fehler gewesen. Vielleicht war es hier einfach zu eng. Da wollte die Gute sich hier nicht noch reinquetschen in den Gang. Wen haben wir denn da? Mehr Tremora. Na dann mal los. Oh wow. Der hat mir ja gerade wahnsinnig viel Schaden gemacht, der eine. Oder die eine. Puh. Da habe ich wohl irgendwo drin gestanden. Habe ich nicht schnell genug gesehen. Hier ist auf jeden Fall noch ein Tremora. Gut, soweit, so gut. Weiter geht's. Oh, eine Magierin. Die hat auch irgendeinen Zombie beschworen da drüben, aber der ist nicht weit gekommen. Da haben wir Glück gehabt. Ah, hier sieht's gut aus. Feuerschale entzünden. Ah, ich wollte gerade sagen, warum hat das nicht funktioniert, hat aber die nächste auch. Hat das jetzt funktioniert? Oh, ich glaube, ich bin nicht schnell genug gewesen. Kann das sein, dass man die hier in einer bestimmten Zeit anzünden muss? Ah, jetzt hat es funktioniert. Gut. Bisschen rumgewackelt. Wow. Wie es hier aussieht. Na gut. Hier ist auf jeden Fall der Siegelstein. Ich weiß nicht, ob da jetzt noch eine Art Endboss kommt. Nee, es sieht nicht so aus. Wunderbar. Dann haben wir zumindest mal die erste Aufgabe schon ganz gut hinter uns gebracht. Aber so wie ich das verstanden habe, müssen wir jetzt noch in zwei andere Portale gehen. Dann hoffe ich mal, dass die ähnlich aufgebaut sind. Jetzt sind wir hier wieder bei Ras. Wo finde ich denn die anderen Portale? Dietrisches Portal hier drinne. Ach so, der Innenhof von Ersthalt, alles klar. Das ist gar kein Gebäude. Ach du, verdammt. Das war in der letzten Folge auch schon so. Da wollte ich hier immer unsere Soldatenfreunde retten. Oder die Augen oder die Klingen, was auch immer. Die Auridon-Seesoldaten. Und jedes Mal sind die vor meinen Augen dann doch gestorben. Nicht schön. Müssen wir hin, links und rechts, können wir uns aussuchen. Ich will nur gerade noch meine beiden Begleiter beschwören. Die sind nämlich vorhin nicht mit rausgeportet worden. Das scheint noch ein Stückchen zu sein, da werde ich mal reiten. Ach, da unten in der Schmiede drinne. Okay, mal gucken, ob die mich hinten bemerken, aber ich glaube, ich kann hier einfach durchreiten. Ja, mich hat keiner gesehen. Dann gehen wir da einfach direkt rein, denn ich gehe mal stark davon aus, dass wir jetzt auch hier wieder viel kämpfen müssen. Wegschreine eignen sich nicht nur zur Wiederbelebung. Wenn ihr einen Wegschrein entdeckt habt, könnt ihr von ihm aus zu anderen Wegschreinen schnell reisen. Ja, so die allgemeinen Tipps kann ich gerade noch so immer vorlesen, aber wenn es dann so um die Story geht, wird es immer recht knapp mit der Zeit. So, nochmal meine Freunde beschwören und einen Blick auf die Karte werfen. Vernichtet den Siegelstein, alles klar. Oh, meine armen Freunde hier. Da sollte ich nicht stehen bleiben. Das sieht ja grauenhaft aus. Oh, scheußlich, scheußlich. Oh, das sind zwei Tremora. Gegen die sollten wir vielleicht zuerst einmal kämpfen. Ist auch wieder eine Markerin dabei, ja. In der Tat. Das
Das war's dann aber mit den beiden. Überall hier die Skelette, das ist wahrlich ein grauenvoller Ort. Oh nein, das sind drei Stück. Ich habe hier eine ganz, ganz blöde Position, wo ich noch nicht mehr ausweichen kann, wollte ich gerade sagen. Ich nehme lieber mal einen Heiltrank. Der da lebt, der hinten lebt ja auch noch, ich wollte gerade sagen. Puh, okay. Eine sehr kampflastige Folge diesmal. Aber habe ich schon mir gedacht. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das Ganze hier ausgeht. Aber ich denke und ich glaube mich zu erinnern, dass wir später auch noch gegen Estre kämpfen müssen. Metze Lukebrus. Oh Gott, was für ein Name. Scheint so eine Art Spinnendee drauf jeden Fall zu sein. Finde ich ja optisch auch richtig klasse. Nicht niedlich, süß oder sonst was, aber einfach cool. Oh, die hat da noch irgendwas oder wow, irgendwen beschworen. Und jetzt macht die auch noch so einen Blödsinn. Lass mal stecken, Madame. Ich glaube, die hat da so ein Spinnenbaby beschworen. Oh, gut, haben wir geschafft. Detra-Fetzen hat sie für uns gehabt. Nicht sehr freigebig. So, das war jetzt das zweite von drei Portalen. Bin ich mal gespannt, ob wir im dritten Portal auf Estre treffen oder ob wir die noch irgendwo anders finden. Ich möchte heute auf jeden Fall noch hier in Ersthalt fertig werden. Dietrisches Portal. Mal schauen, ob wir hier durchreiten können. Da sind drei an der Seite. Die haben mich aber nicht bemerkt. Wunderbar, wunderbar. Schnell weiter. Da ist einer. Da sind auch zwei. Oh, Fetzerchen, bitte nicht stehen bleiben. Nein, verdammt. Jetzt haben die mich runtergeworfen. Ich möchte hier eigentlich nur ganz schnell ins nächste Portal gehen. Gut, dass es hier den Sprint gibt. Ja, da laufen wir jetzt auch einfach durch, wollte ich gerade sagen. Ach Gottchen, schnell, schnell, schnell. Wir müssen noch genug kämpfen. Ich möchte hier nur schnell rein. Oh oh. Ich glaube, das war überhaupt keine gute Idee. Jetzt hänge ich hier nämlich fest. Mist, 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 Mist. Die bringen mich jetzt bestimmt noch um, wollte ich gerade sagen. Wollte ich gerade sagen. Sage ich heute sehr oft. Man merkt, dass ich noch nicht ganz wach bin. Jetzt rennt ihr einfach davon. Mensch. Okay, jetzt aber rein. Jetzt lasse ich mich durch nichts mehr hier aufhalten. Ah, die einzigen Besucher dieses Ortes werden von unerschütterlichem Mut und verzweifelten Zielen getrieben. Das ist ja der gleiche Text wie vorhin schon bei dem Ladebildschirm. Jetzt konnte ich das noch fertig lesen. Sehr, sehr gut. Oh, das scheint wohl ein kalter Bereich zu sein. Hier schneit's. Das finde ich ja an sich sehr schön, aber der Rest hier wird mir mit Sicherheit nicht so gut gefallen. Gut, hier wieder den Weg entlang. Zwei Tremora, wenn ich richtig sehe. Davon ein Magier. Und hier drei Stück. Nach diesem Siegelstein muss ich unbedingt einen ganz, ganz großen Schluck Kaffee trinken. Autsch. Und er hat sogar noch meinen Bunny umgehauen. Bunny? Ah, ich wollte gerade sagen, wo bist du denn? Rezept 4 Augenkrog, yay!
Ach Gott, da freue ich mich gerade riesig drüber, denn dieses Rezept hat mir die ganze Zeit noch gefehlt für diesen Handwerksschrieb fürs Kochen. Also versorgen. Wahnsinn. Und hier bekomme ich den. Gut, jetzt fehlt mir immer noch das Rezept für Bananenüberraschung. Aber jetzt bin ich der Erfüllung dieser Quest bzw. dieses Handwerksschriebs schon ein ganzes Stück näher. Sehr schön. Und weiter geht's. Oh, Medulla. Na, Bunny, ist das deine frühere Freundin? Die hat wohl sich dafür entschieden, auf der bösen Seite zu bleiben. Ein weiblicher Clanmann wohl. Naja, schauen wir mal, wie wir uns schlagen werden. Bunny gegen Bunny. Oh, geh doch bitte nicht zu mir. Ah, 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 ah. Nicht zu mir, Madame. Erwische ich die gerade überhaupt noch? Ja, doch. Och, mein Bunny hat sie aber auch noch umgebracht hier. Sowas. Aber auch das haben wir erledigt. Ach, mein Bunny ist ja noch da. Hat sie ihn doch nicht umgebracht. Dann habe ich falsch geschaut. Jetzt bin ich mal sehr, sehr gespannt, wie es hier weitergehen wird. Denn Estra hat man ja jetzt nicht hier gesehen. Dann wird es da wohl noch einen letzten Kampf geben. Mindestens. Findet Rasumdar. Der scheint da im Hauptgebäude zu sein. Und dieses Mal kämpfe ich mich hier durch. Oh, ich habe vergessen, meine Begleiter zu beschwören. Mist. Ob das so eine gute Idee war, so früh aufzunehmen? Oh, 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 oh. Begleiter beschwören. Und weiter geht's. Auf zu Rasumdar. Ihm von den Ergebnissen berichten. Ach, da sind noch zwei. Wir müssen in dieses Gebäude da drüben, richtig? Ja. Nee, dann werde ich kämpfen. Das war vorhin so eine knappe Sache, wo ich hier einfach durchgerannt bin. Jetzt am Schluss doch noch sterben, würde mich sehr, sehr verärgern. So, und weiter geht's. Oder auch nicht, weil nicht genug Platz für mein Fetzerchen hier in dem Türrahmen war. Die kämpfen noch, die da drüben auch. Dann beeilen wir uns mal, dass wir ins Gebäude kommen. Ach nein, da ist ja Ras schon. Hallo Ras. Hey, ist der tatsächlich noch hinterhergekommen? Oder sind sogar zwei? Jetzt. Die Tore sind geschlossen. Und Tamriel ist ein kleines bisschen sicherer. Was haltet ihr davon, Estre zu töten? Liebend gerne, Ras. Ich bin zwar eigentlich ein sehr, sehr friedfertiger Mensch, aber bei so Leuten, Elfen, was auch immer, da, ja, da, die haben es einfach nicht anders verdient. Wo ist der Schlachtenvogt, fragen wir noch. Er und Sinjin sind schon drin. Wir müssen noch ein letztes Portal schließen. Sippenhochfürstin Estre hängt an Dagons Robenzipfeln. Sie versteckt sich in den Totenländern. Werdet ihr mich begleiten, Ras? Es wäre Rasumdar eine Ehre, an eurer Seite zu kämpfen. Folgt ihm, er geht voran. Ah, super. Wir haben schon lange nicht mehr gemeinsam mit Ras gekämpft. Ich folge euch auf dem Fuße. Dieser hier wird die Tür öffnen. Das Kastell Ersthalt. Öffnen? Oh, Olkelmo und Sinjin kommen auch mit. Da sind wir eine richtig große Truppe. Dann dürfte ja hier eigentlich nicht viel schieflaufen, oder? Ich hoffe es. Ich habe überhaupt keine Erinnerungen mehr an diesen Kampf hier. Deswegen bin ich auch ein bisschen aufgeregt.
Ich wollte noch Kaffee trinken, ganz, ganz wichtig. So, sind die schon vorgelaufen? Also wir müssen auf jeden Fall in die Mitte hier. Ich werde meine zwei Freunde noch beschwören. Und ich glaube, meine anderen Freunde sind schon vorgelaufen. Kann ich hier drin reiten? Nee. Ihr könnt hier nicht reiten. Wow, die Lava sieht ja auch wieder klasse aus. Ah, da sind sie. Lasst uns das beenden. Was haben wir denn hier? Ein Lamm für die Schlachtbank? Geht's schon los? Ihr wart, scheint so, die Macht von Nerones Dagon herauszufordern? Zu mir, Flammenatronachen! Estre, ihr seid zu weit gegangen. Helft mir! Das macht mich krank. Wie ihr Bauernopfer euch an euer Leben krallt. Estre, Schluss mit dem Wahnsinn. Zu mir, Flammenatronachen! Ach, schon wieder. Verdammt. Mist, Mist, Mist. Drüben auch. Und dann können wir endlich wieder auf Äste zielen. Oh, geht doch aus dem Feuer raus, Leute. Nein. Ich habe nur den Weg. Jetzt haben wir sie unterbrochen. Das tut mir aber leid. Zerstört den Stein. Wir treffen uns in Tamriel. Wow, ich muss sagen, für die Uhrzeit, nicht nur für die Uhrzeit, es war ein anspruchsvoller Kampf hier mit den Atronachen. Da musste man schon gut aufpassen. Brief mit versenkten Rändern. An meinen Herrn Manimako, König der Würmer. Ich bin an einer Vereinbarung bezüglich der Somersend-Inseln interessiert. In Eiren und ihrem Altmeri-Dominion haben wir einen gemeinsamen Feind. Ich werde euren Zielen nicht im Wege stehen. Ich wünsche lediglich eine kleine Domäne für mich selbst. Auridon mit Himmelswacht als meine Hauptstadt. Wir sind beide intelligente, mächtige Wesen. Ich bin mir sicher, dass wir ein Abkommen schließen können, das uns beiden nutzt. Ich warte begierig auf eure Antwort. Sippenhochfürstin Estre von Irone. Gott, bin ich froh, dass ich die jetzt endlich los bin hier. Die hat für so viel Elend, Tod und Verzweiflung gesorgt. Wir zerstören mal den Siegelstein. Und dann nur raus hier. Wow. Es hat doch ganz gut geklappt. Ich hatte ja doch ein bisschen Angst vor dem Kampf, war ein wenig aufgeregt, aber es hat doch ganz gut geklappt. Wobei Sinjin teilweise sehr, sehr wenig Energie hatte, habe ich gesehen. Aber die sind ja auch im Feuer stehen geblieben. Passiert mir zwar auch oft genug, aber nun gut. Mit wem können wir uns denn hier unterhalten? Mit Sinjin. Wir sind zurück. Der Sippenhochfürst ist in Sicherheit und Königin Eirens Bündnis ist gefestigt. Nicht schlecht für einen Tag Arbeit. Ja, auf jeden Fall. Haben wir gut gemacht. Das sind Seesoldaten, mit denen kann man sich wohl nicht unterhalten. Ulkelmo ist wohl schon weg. Estre tot. Rilis gefunden. Rasumdar hätte nicht mehr verlangen können. Selbst dieser muss zugeben, dass ihr gute Arbeit leistet. Der heutige Tag hätte ganz anders ausgehen können, wenn ihr nicht den Angriff geführt hättet. Was nun, Ras? Königin Eiren ist eingetroffen. Sie ist draußen mit ihrem Gefolge. Dieser ist sicher, dass sie euren Bericht hören wollen wird. Geht. Wir unterhalten uns bald wieder.
Wie ihr wünscht. Hat er noch etwas zu sagen? Arme Königin. Razumdar kann sich nicht vorstellen, dass sie freiwillig den Kampf aussitzt. Ihr Gefolge muss sie zurückgehalten haben, damit sie sich nicht dem Gefecht anschließt. Das glaube ich allerdings auch, unsere tolle Kriegerkönigin. Aber ich mag Eirin unglaublich gerne. Ist mal so eine ganz, ganz andere Königin. Ah, da ist auch Ulkelmo. Vielleicht reden wir erstmal mit ihm. Ah, endlich! Königin Eirin möchte gerne mit euch sprechen. Der Schlachtenvogt sagte mir, dass Estre tot ist. Ich betrauere ihren Verlust. Sie ist die Vergangenheit. Und ihr seid unsere Zukunft. Euer Dienst an unserem Volk war vorbildhaft. Ihr habt euch als wertvoller Gewinn für das Altmeri-Dominion erwiesen. Vielen Dank, Euer Majestät. Unter all jenen, die meine Stimme achten, werdet ihr in Ehren gehalten und immer willkommen sein. Unsere Allianz aus drei Völkern ist zerbrechlich, aber prachtvoll. Mit euch in ihrem Herzen bin ich sicher, dass das Bündnis und der Pakt bald lernen werden, den Schrei des Adlers zu fürchten. Auf jeden Fall. Sippenhochfürstin Estre mag zwar besiegt sein, aber es gibt immer noch jene, die sich dem Dominion entgegenstellen würden. Das Schleiererbe ist der Beweis dafür. Sippenhochfürst Rilis und mir steht noch viel Arbeit bevor. Wie könnte ich behilfreich sein? Der König der Waldelfen hat mich darüber in Kenntnis gesetzt, dass etwas Unmut in Eldenwurz, unserer Hauptstadt, aufgekommen ist. Trefft euch mit König Kamoran Eradan und arbeitet daran, diese Zwietracht zu beenden. Sobald die örtlichen Angelegenheiten geregelt sind, treffen wir uns in Eldenwurz. Ja, da werden wir schon in unser nächstes Questgebiet geschickt, aber wir haben noch ein bisschen was hier in Auridon vor. Och je, Eirin, das sehe ich eben erst, wie sie ihre Mundwinkel nach unten verzieht, aber naja, auch wenn wir jetzt gesiegt haben, ist es sicherlich nicht einfach, dass ihre Schwägerin für das ganze Elend verantwortlich ist. Und das muss sie auch noch ihrem Bruder beibringen. Na, kein Wunder, dass sie da so schaut. Wie gelange ich nach Eldenwurz? Reist nach Himmelswacht und sucht nach Kapitän Jimila. Ich habe gehört, sie wäre ein verlässlicher Kapitän mit einem schnellen Schiff. Sie kann euch zum Hafen von Anfurt bringen. Das ist nur ein kleines Stück südlich von Eldenwurz. Und falls sie sich irgendwie anstellt, dann richtet ihr aus, dass ich euch schicke. Jimila kennen wir doch schon, oder? Der Name kommt mir ganz, ganz bekannt vor. Ich werde nach Eldenwurz gehen, Eure Majestät. Begonnen, der große Baum. Aber ich freue mich auf das nächste Questgebiet auch sehr. Meine Königin, wie kann ich heute die Ziele des Dominions fördern? Kleiner Bruder, ihr seid hier. So nennt ihr mich nur, wenn ihr etwas bereut. Oder von dem ihr erwartet, es zu bereuen. Nämon, aber was haben sie euch gesagt? Als ihr euch Vaters Krone nahmt, nanntet ihr mich nicht einmal kleiner Bruder. Wusstet ihr das? Bitte, ich muss es wissen. Ich habe gehört, ihr habt meine Frau zur Verräterin erklärt. Dass ihr Estres Tod angeordnet habt. Nun, jetzt ist sie weg, nicht wahr? Kleiner Bruder, ich hätte es euch selbst gesagt, wenn ich gekonnt hätte. Bereut nichts, liebe Schwester. Ihr habt alles Notwendige für den Ruhm des Dominions getan. Wie könnte darin Schande liegen? Also die Begegnung ging mir gerade sehr, sehr ans Herz. Vielleicht auch, weil ich weiß, wie die Geschichte weitergeht mit Prinz Nämon, aber wow. Ja. Aber das werden wir auch alles noch gemeinsam erleben. Ich rede nochmal mit Königin Eirin. Sippenhochfürstin Estre mag zwar besiegt sein, aber es gibt immer noch jene, die sich dem Dominion Ja, das wissen wir schon, Ulkelmo. Möge Trinimag eure Hand führen und mögen unsere Klingen wieder im Kampf erhoben sein. Der arme Prinz Nämon. Hier kann man sich noch mit Elendari unterhalten.
Unser Volk schuldet euch Dankbarkeit. Da die Sippenhochfürstin Estre besiegt wurde, können Königin Eiren und Sippenhochfürst Rilis jetzt die Vereinigung des Altmeri-Dominions fortsetzen. Ja. Okay. Ich schaue gerade mal, dass da unten scheinen... Ah nein, da ist ja noch Rilis. Wunderbar. Mit dem können wir uns auch noch unterhalten. Ihr seid in Ersthalt immer willkommen, meine neue Freundin. So genial. Ich finde das hier in die Elder Scrolls Online so toll, dass auch so hochrangige Personen, Mitglieder der Gesellschaft, sage ich mal, Piercings tragen. Ich bin ja selber auch ein riesengroßer Piercing- und Tattoo-Fan. Und in unserer Gesellschaft ist das ja leider nicht möglich, ab einer gewissen Position, sage ich mal, mit Piercings und Tattoos offen rumzulaufen. Aber hier seht ihr ja... Sippenhochfürst Rilis hat auch hier mindestens ein Piercing. Ja, würde ich sagen, kehrt zu Ekranor zurück, haben wir noch. Betet am Grabstein im Kastell Rilis. Das andere ist eine Instanz, da weiß ich noch nicht, wie ich die machen werde. Und sprecht mit Kapitänin Jamila in Himmelswacht. Ja, nach Himmelswacht müssen wir ohnehin zurück. Aber ich würde sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich will nur gerade mal schauen. Soweit ich mich erinnern kann, ist nämlich hier in diesem Bereich noch ein Verlies. Hier unten hatten wir noch einen World Boss. Der wird jetzt eben nicht angezeigt, weil wir zu weit weg sind. Und in diesem Bereich hier, glaube ich, sind noch einige Quests vorhanden. Also ich denke, noch mindestens eine, vielleicht sogar zwei, drei Folgen werden wir hier noch in Auridon verbringen, bevor wir dann wirklich in unser neues Questgebiet gehen. Okay. Dann hoffe ich, dass euch die Folge gefallen hat, obwohl ich heute ein bisschen müde war. Ja, und ich hoffe, wir sehen uns dann auch in der nächsten Folge wieder. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Macht's gut!